So, herzlich willkommen zurück zu Fahrenheit. Ich musste erstmal die Spiele jetzt gerade wieder im Kopf durchgehen und gucken, dass ich nicht das Falsche ausspreche. Wir sind letztes Mal stehen geblieben mit Tyler im Polizeipräsidium und dürfen jetzt ein Phantombild von Lucas Kane anfertigen. Und ja, das finde ich eigentlich ziemlich cool, weil man ja auch selber Lucas Kane spielt und man kann dann, man denkt zumindest, man könnte in einem gewissen Maße die Arbeit der Polizei und die Suche nach ihm beeinflussen durch sowas hier, was aber nicht stimmt. Wir könnten eigentlich jetzt theoretisch alles machen. Wir könnten auch ein exakt passendes Phantombild anfertigen. Der zeigt uns am Ende, wie viel Prozent wir dran sind an dem Aussehen von Lucas Kane. Aber so wirklich im Spiel ändert es dann nichts. Eigentlich ist es total irrelevant, was ihr hier eingibt. Aber ich versuche trotzdem, ein Gesicht zu machen, das dem recht nahe kommt. Also Lucas hatte eigentlich keinen Bart, zumindest nicht so einen Vollbart. Nee, das ist auch schon zu viel. Ah, eigentlich hat er nichts. So, die Haare sind, ja, kommt dem schon nahe. Was gibt's denn noch? Ah, die sind ein bisschen zu kurz. Die sind ein wenig zu lang. Jetzt sieht er aus wie einer von den Beatles. Nee, so sieht er vielleicht in 20 Jahren dann aus. Das sind ungefähr meine Haare. Nur meine sind momentan ein bisschen länger. Ja, ich glaube, die passen schon ganz gut. Nase. Was würde denn passen? Das? Ja. Der Mund. Na. Na. Vielleicht so. Und die Augen wären, ja, so. So würde ich ihn jetzt machen. Aber ich mache es nicht, sondern ich mache irgendwas völlig anderes. Um euch das einfach mal zu zeigen, dass es eigentlich keinen Unterschied macht. Und zwar mache ich einen der bescheuert aussehendsten Typen. Ich muss mich mal selbst überzeugen lassen. Also entweder das oder das. Ich würde sagen das. Was haben wir denn so als Augen? Ah, ich glaube, die Brille hier, die sieht ein bisschen komisch aus. Sieht aus wie Harry Potter. Und dann machen wir es so. So. Ah, da kommen echt schöne Sachen bei raus. Was hatte ich denn jetzt eben? Das ist auch nicht schlecht. Ah. Also ich glaube, die Anzeige wird dann bei 0% sein. Ich mach's der Polizei extra ein bisschen schwer, ne, damit sie uns nicht einfach so finden. So, was für Haare? Nee. Na. Schade, da gibt's leider keine Haare, die so wirklich dumm aussehen. Na komm, mach mal so. Und Bart, was haben wir da? Ja, mach mal. Ja, der sieht doch. Es sieht doch eigentlich fast genauso aus wie Lucas Kane, oder? Also, die Unterschiede sind nur minimal. Ja, so sah er aus. Genau. Now, is this the face of the person you saw? Ja, genau so. Yes. At least, that's how I remember him. Thank you very much for your help. We're gonna get this picture out to all the airports, trains, and bus stations, and to all of our patrolmen. If this guy is still in New York, we're gonna find him. And go buy yourself a video game. Würde ich aber auch mal raten. Migraine was back and drilling holes into my brain. And to top it off, I couldn't keep any food down. My body seemed to be fighting against something, but I still didn't know what. Ich aber. Nennt sich Alkohol. Man sollte es am Vorabend nicht zu sehr übertreiben. Nee. Ja, aber wie wir eben gesehen haben, im Phantombild 0 bis 25%, das heißt keinerlei Ähnlichkeit. Ich glaube, das Höchste, was ich mal hatte, war 70, weil manchmal ist es auch so, es gibt bestimmt eine 1A-Kombinationsmöglichkeit, die man bestimmt irgendwo im Internet findet, wo man 100% schafft. Aber ich habe bis jetzt nur 70 geschafft, obwohl er eigentlich recht ähnlich aussah. Aber man braucht dann wahrscheinlich auch den richtigen Hals und keine Ahnung. Also ist ein bisschen rumprobieren da. So, waschen uns erstmal. Bei Lucas geht's anscheinend nicht gut. Sein Körper scheint gegen irgendwas anzukämpfen, wie er gerade schon meinte. Und wir sind jetzt in der M&J Bank. Und das ist Lucas Arbeitsplatz.
Erinnert gleich ein bisschen an Matrix Teil 1, an Neos Arbeitsplatz oder Thomas Andersons Arbeitsplatz. Das werden wir gleich sehen. Ihr werdet gleich auch bestimmt sagen, oh, da hat er recht. Zumindest all diejenigen, die den ersten Matrix-Film kennen. Und zwar da. Gotta just live my life no matter what. Don't raise any suspicions. Despite the state I was in, I decided to go to work as though nothing had happened. Genau. Ja, diese kleinen Kabinen hier, wo die Leute drin sitzen und arbeiten, genauso, fast genauso sah es bei Matrix aus, nur dass die nicht diese komischen hohen schwarzen Türme hatten da, diese Rechner. Aber egal. Ja, unser Büro ist hinten links, sieht man oben auf der Karte, wir sind der blaue Punkt und hinten links ist unser Büro. Ist auch gut, dass sie das so angezeigt haben, sonst wäre man hier, glaube ich, durchgelaufen. Ach nee, ist es N und J? Ah ja, N und J, nicht M. Okay. N und J Bank. Okay. Dann habe ich nichts gesagt. So, dann gehen wir mal in unser Büro rein. Wir haben natürlich nicht einen von diesen kleinen Kabinen. Wir sind ein besser qualifizierter Arbeiter und haben deswegen ein etwas größeres Büro zur Verfügung. I'm in charge of computer maintenance in the Naser & Jones Bank. I share my office with Warren. Ja, Naser & Jones, da hatten wir uns gerade gesehen. Und wir müssen unser Büro teilen mit einem netten Kollegen. Do you know what time it is? What's wrong with you? I had a little problem on the way back in. I had to go back home and change my clothes. Genau. So war das. Und übrigens habe ich auch noch einen Mann umgebracht letzte Nacht oder vorletzte Nacht, wann auch immer das gerade war. Ich habe es jetzt vergessen. Im Restaurant, falls schon gehört hast, ich bin der Restaurantkiller, aber sag's keinem. So, gucken wir erstmal aus dem Fenster. Das Wetter sieht nämlich, also für mich sieht's schön aus. Ich sehe gerne Schnee fallen. Leider hatten wir dieses Jahr noch keinen, also bis jetzt, wo ich jetzt aufnehme, hatten wir noch keinen. Vielleicht schneit's ja jetzt gerade, wo es hochgeladen ist. Ich weiß es nicht. Mal sehen. Snowing again. And the weather forecast predicts another drop in temperature over the next few days. Tja, das ist natürlich schlecht. Die Kälte ist immer das Schlimmste an Schnee. Schnee an sich finde ich wirklich schön, solchen Schnee. So Mattschnee ist dann, oder Schneeregen ist, bläh. Aber so richtig schön an dicker Schnee, wo das dann auch liegen bleibt und alles weiß ist draußen, ach, gibt nichts Schöneres. So, wir setzen uns jetzt aber mal an unseren Tisch und arbeiten mal ein wenig, ne? Geil, so einen Computer will ich auch haben. Oh, und wir dürfen direkt wieder ein Quicktime-Event machen. Dann machen wir das doch mal. That guy is so bizarre. He gives me the creeps. What'd you say? What? You were saying something? No, I didn't say anything. Are you sure you're all right, Lucas? I heard something, as though I could read his mind. Das ist schlecht. Ich möchte keine Gedanken lesen können, weil ich nicht wissen will, was die Menschen in meinem Umfeld über mich denken. Und das Telefon klingelt. Hallo? Lucas Kane. Hello, Lucas. Oh, hello, Tiffany. I left a message on your machine last night. I'd like to come and pick up some stuff at your place. Could I come over tonight? No, ich denke mal, wir haben nichts Größeres vor, als vor der Polizei zu fliehen. I should be back home around 8 o'clock tonight. Okay, it won't take too long. Are you doing okay, Lucas? I gotta let you go. I'm doing a thing here. Bye. Ich muss Schluss machen. Okay. Ah, und dein nächstes kriegt er im Event. Dürfen wir wieder Gedanken lesen? Look out, the cop! Lucas, is there a problem? No, I just thought... It seemed so real. I saw that coffee cup fall. Tja. So, wir öffnen jetzt aber erstmal unsere Schublade und da sieht man auch... Selbst obwohl wir es geschafft haben, gerade dieses Quicktime-Event und auch davor, wir haben trotzdem was von unserem Karma abgezogen bekommen. Was ich ein bisschen doof finde. Aber okay. Tiffany and I. About 2 years ago, I guess. I haven't been able to throw it away yet. Tja, wer kennt das nicht? Dann lassen wir es lieber auch da drin, würde ich sagen. So, was haben wir denn in der anderen Schublade? Mal sehen. Ah, wieder was für unser Leben. Ein Leben mehr. Juhu. Und wieder zu. So. Ja, dann arbeiten wir mal ein bisschen, ne? Gucken, was wir hier so machen können. Was auch rumtippen. Lucas?
You okay? Yeah, I'm fine. Das glaube ich eher nicht, dass es ihm so gut geht. Okay. Hello? Yes, sir. We'll get on that right away. Station 62 is down. I'll go. No, forget it. I'll handle it. Whatever you say. Tja, und da war die Kaffeetasse. It happened. Just like I'd seen it. Like the cop in the apartment. Is it possible that I can really see things before they happen? Wie es aussieht, schon. Zwar musst du vorher noch ein Quicktime-Event erledigen. Es wäre lustig, wenn auch vor Lukas Augen dann plötzlich diese farbigen Dinge auftauchen. Der damit seinen Augen so koordinieren muss. Links, rechts, oben, unten. Naja. Okay, hier liegen auch noch Sachen, die können wir aber leider nicht angucken, obwohl die so hervorstechen. Wenn ihr wisst, was ich meine. Ja, und das mit dem Karma, wie gesagt, das finde ich manchmal ein bisschen doof gelöst. Jetzt auch gerade, als ich da am Computer rumgespielt habe und dann plötzlich das Wort Mörder erschien. Da habe ich ja auch direkt 20 abgezogen bekommen. Da kann man leider nichts gegen machen, außer es nicht zu tun. Aber ich kann mir jetzt nicht überall merken, wo ich was abgezogen bekomme, was nicht. Außerdem will ich euch möglichst viel zeigen. Und von daher fasse ich eigentlich so ziemlich alles an, was ich hier so finde. Wie so ein kleines Kind. So, aber irgendein Computer hat jetzt ein Problem und wir sollen ihn reparieren. Was zum? Okay, was war das gerade? Ich möchte nach Hause, ich fühle mich nicht gut. Ach, egal. Ich habe Fieber, es sind nur Fieberträume, sag ich jetzt einfach mal. So, wo liegt denn das Problem? Naja, gucken wir mal nach. Irgendwo unterm Tisch. Okay, Geister-Dinger. Käfer. Wow, vor denen wir weglaufen müssen und ausweichen. Uff. Ja, solche Quick-Events finde ich eigentlich relativ cool. Obwohl ich lieber auf die altbekannten Tasten drücken würde, als hier immer mit dem Analogstick das zu machen. Aber es gibt auch später noch im Spiel wirklich Quicktime-Events, die einfach zu lange dauern und auch langweilig werden, leider. Das hier geht jetzt noch. Und ab hier ist so der Punkt in dem Spiel, wo man das erste Mal denkt, okay, jetzt wird es langsam etwas komisch. Und das passiert auch im späteren Spiel noch öfters, bis es dann vollkommen albern wird. Habe ich ja schon mal angedeutet am Anfang des LPs. Und das Finale ist dann recht lächerlich. Aber lasst euch davon nicht trüben. Bis dahin ist es ein wirklich einzigartiges Spiel. Und wir werden es auch natürlich auch durchziehen. So, jetzt dürfen wir dem Vieh erstmal ausweichen, dass es irgendwelche Karate-Moves drauf hat. Und tschüss. Idiot. Okay, die Viecher haben auch schon fast alle Mitarbeiter gekillt. Was recht schnell schlecht ist. Vor allen Dingen, was sind das für Viecher? Wo kommen die her? Jetzt macht ihr alles kaputt hier. So lief das bei Matrix aber nicht ab. Da kamen nur Agenten. Naja. Kann man nichts machen. Außer weiter abhauen. Ich muss mich jetzt echt hier immer auf diese blöden Dinger in der Mitte konzentrieren. Oh. Naja. Bei manchen Sachen ist es allerdings so, dass man... Wenn man einmal was verkackt, dann ist es direkt vorbei. Wie im Leichenschauhaus. Da habe ich das erste ja auch direkt versemmelt, obwohl ich nur einen daneben gedrückt habe. Manchmal ist es aber auch so, dass ihr mehrere daneben drücken könnt und dann ist es dann trotzdem noch gut war. Es ist immer ganz unterschiedlich, kommt immer auf die Szene an. Wie jetzt hier. Hier habe ich mich auch ein paar Mal verdrückt, habe trotzdem super bekommen. Aber okay. Uhi. Und weiter. Oh. Also ich muss schon sagen, Lukas hat was drauf. Ob der schon immer so konnte? Zack. Und schnell zum Aufzug. Irgendwas drücken. Ah, okay. Das sieht nicht gut aus. Das sieht überhaupt nicht gut aus. Oh Mann.